Sie ist Katze aufwärts. Ja, ich bin, was ist so hinter dir? Ja, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu unserem Workshop. Diesmal die Katzen, die Urkatzen. Die Frau Ott ist die Spezialistin heute da und wird euch sehr, sehr viel über die Gepflogenheiten der Minzekatzen und Untugenden, glaube ich, erzählen. Mhm. Der eine oder andere wird sicher schon mal Erfahrung gemacht haben mit den ein oder anderen Verhaltensweisen bei den Witzen. Jo, das wäre es eigentlich schon als Einleitung. Das kann sie, danke vielmals, dass ich wieder kommen durfte. Gerne. Ja, das ist total schön. Also bei euch ist es überhaupt schön. Da kommt man rein und das, man fühlt sich total wohl. Es ist so harmonisch hier rein. Und ich bin jetzt von 12 bis um 13 Uhr haben wir jetzt den Katzenvortrag, also Verhaltensauffälligkeiten bei Katzen und wie kann man da auch etwas dagegen steuern. Und komm her mal. Hallo, ich habe die Katze nur aufgeschrieben. Oh Gott, ich bin jetzt gerade ganz geschockt, dass wir schon anfangen. Aber ich bin trotzdem wirklich da, Gott sei Dank. Möchtest du dich auch kurz vorstellen? Ja, ich bin Irene Bruckner von Royal Canin. Ich bin selber auch Tierärztin und erzähle euch heute ein bisschen was über Ernährung. Vom Kittenalter bis zum Senior sozusagen, worauf man aufpassen muss. Was ist drin und was muss ich beachten? Und bin natürlich für alle Fragen auch da. Gott sei Dank pünktlich. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir. Danke vielmals. Danke, danke. Wir reden heute über den Weg zur glücklichen Katze. Mein Name ist Petra Ott, ich bin diplomierter, ganzheitlich körperlich orientierter Tiercoach für Hund und Katze. Das heißt also, ich habe mich aber vor 5 Jahren spezialisiert auf die Katze und habe auch ein Buch geschrieben über die Körpersprache der Katze und bin auch in einem Sozialverein, also für ein Gespür fürs Tier heißt das, das ist in Wien, das ist die Volkshilfe, das ist eine Einsatzgruppe, wo wir, also Obdachlose, die ein Zwischenzuhause bekommen, wo ich eben ehrenamtlich mitarbeite, wenn die Katzen mitbekommen, dann sind wir dann oft in 4 bis 10 Quadratmeter Zimmer drinnen und da kann es natürlich oft Schwierigkeiten geben unter den Katzen, also da helfe ich dann immer dabei, das ist mir auch ein großes Anliegen und im Tierquartier und natürlich auch in anderen Katzenhäusern bin ich, also leite ich auch und schule die Tierpfleger dort. So, die Petra Ott Katzenerlebnisse, das ist es, also zum einen der Katzencoach, was tut der? Der Katzencoach ist immer unterwegs oder auch am Telefon und hilft Menschen, die ein Thema bzw. eigentlich ein Problem mit ihren Katzen haben im Zusammenleben. Dann haben wir auch eine Katzensitteragentur, also gerade speziell auch bei Problemkatzen. Die Katzenseele ist mehr auf der energetischen Bereich, das heißt die Tierkommunikation, Aroma und Bachblüten. Und mein Herzstück sozusagen ist die Academy. Die Academy ist die erste österreichische Katzenschule, die bildet aber nicht nur die Katzenprofis aus. Also zum zertifizierten, körperlich orientierten Katzencoach, Katzenverhaltensberater, sondern eben auch die Katzenmamas und Katzenpapas in Workshops und in Kursen. Bevor wir beginnen, den Weg zur glücklichen Katze einzuschreiten, möchte ich jetzt einmal zeigen, wie eine Katze ausschaut, wenn sie unglücklich ist. Hier möchte ich aber im Vorfeld noch sagen, wir als Katzencoach und Katzenverhaltensberater steigen erst dann in die Thematik ein, wenn der Tierarzt abgesegnet hat, ja, so wie in dem Fall, der Fokur, er hat keine Allergie, er hat keine körperlichen Störungen, das heißt also, das körperliche Befinden ist in Ordnung, nur das seelische, er hat nur seelische Probleme, also nur ist unter Anführungszeichen gut, weil das sieht man ja, der schlägt sich ja wirklich bis zum, schon bis zum Muskelfleisch runter. Man nennt das auch Stereotypie zum Beispiel. Der Bruno schaut recht knuffig aus, der Bruno, und jeder denkt sich, ach, ist das ein lieber Kater? Aber der Bruno hat echt ein Thema mit seiner Mama, weil seine Mama glaubt nämlich immer, dass der Bruno verhungert. Und was für ein Bruno aber leider ganz katastrophal ist, weil der Bruno hat so viel Übergewicht, dass er kaum aufkommt. Das heißt, er legt sich hin und der Bauch ist so hoch, dass eigentlich die Haxen schon auf der anderen Seite hochstehen. Und was natürlich problematisch ist, weil nach dem 5. Lebensjahr bekommen einfach die Katzen Arthrosen. Ja, wir beginnen einfach Gelenkschmerzen zu haben. Das ist so, wie wenn wir mit 40 aufstehen und haben Kreuzschmerzen. Und da zwickt es und da zwackt es. Und dann hat der Bruno natürlich nicht viele Chancen, glücklich zu werden, weil es tut ihm einfach alles weh. Und nicht nur das, wenn die dann einmal so ausschauen, haben die natürlich auch psychische Probleme. Ja? Also der kann ja gar nicht mehr jagen oder seinem Naturinstinkt mehr folgen.
Und da haben wir auch ein Originalfoto, da war es also wirklich, das war ein eskalierter Katzenstreit, ja, und da sind also die Katzenhändler dazwischen gegangen. Und was natürlich dann passiert ist, dass die Katze ja nicht weiß jetzt gerade, wem sie sich abwehrt, ja. Und in dem Fall hat es natürlich die Katzeneltern erwischt. Das ist ziemlich heftig, das erschrecken sich auch die Katzeneltern, weil so etwas, da ist so ein Urvertrauen, geht da auch viel verloren. Also das tut auch höllisch weh, wenn schon einmal von einer Katze gebissen worden ist. Ich zum Beispiel. Ja. Das ist schon, da hat man schon richtigen Schreck aber nicht nur das, also das war damals der Streit zwischen zwei Katzen, aber das ist leider auch so der Fall und sehr, sehr häufig, dass Katzen auf ihre Halter losgehen und die wirklich fest reinbeißen. Mhm. Und die wollen das aber nicht. Ja. So, und dann, das muss ich unbedingt herzeigen, das ist ein kurzes, ganz, ganz kurzes Video. Und wir beobachten die Körperhaltung der Katze, bitte. Ich kenne den Laptop nicht, ich muss einmal schauen, wie das funktioniert, das Abspielen von der Katze. Also, keine Ahnung. Ich weiß, das ist ein Computer. Aha, okay, das ist schon einmal gut. Ich schaue mich die an, das Erdbeerische. Jetzt müsst ihr das. Das ist nicht verfügbar. Du musst auf Hastik. Ich muss das Video vom Stick auf den Laptop ziehen. Achso, das heißt, man kann es nicht direkt von der PowerPoint in der Hintergrund. Okay, dann machen wir einfach weiter. Ist kein Thema. So, bei der Katze war folgendes Thema. Und zwar die Katze, also nicht nur, dass sie diese Ferrari-Stellung hat, diese geduckte Haltung, was Ängstlichkeit und so weiter ist, aber bei der Katze war wirklich, also das ganze Fell flappt, der Schwanz zuckt und peitscht herum und sie ist total aufgeregt, ihre Lippen leckt sie, also die ist total außer Rand und Band gewesen. Ich kann es nur leider da nicht abspielen jetzt. Aber macht nichts, wir gehen jetzt einmal weiter. Was ist denn der Auslöser dieser ganzen Probleme? Also wir kommen dann nachher zu Verhaltensproblemen, das ist Stress. Das heißt, das ist jetzt nicht ein Protest oder auch nicht, dass man jetzt sagt, Mau, der ist fad und die leckt sich jetzt einfach die Pfoten wund oder die beißt ihren Schwanz an, sondern das ist richtiger Stress und das ist ein Umgebungsstress. Und dieser Umgebungsreiz bedeutet, entweder er kommt von anderen Tieren oder von den Besitzern selber oder in dem Umfeld, wo sie gerade drinnen wohnen. Das heißt, welche Verhaltensprobleme gibt es überhaupt? Unsauberkeit ist eine der häufigsten Verhaltensprobleme. Das heißt, die Katze geht nicht oder nicht immer ins Kisterl. Das heißt, sie kotet mitten auf dem Teppich im Wohnzimmer, sie pinkelt aufs Sofa oder der krasseste Fall war einfach, oder ist öfters ja auch der Fall, dass es vom Keller bis ins Dachgeschoss jede Ecke, jede Türe, jedes Kastel, jede Wand, alles angepinkelt ist. Ja? Also das ist jetzt auch nicht so, dass die Katze sagt, na super, dir mache ich das jetzt zu Fleiß, weil du jetzt da statt um 2 Uhr, um 16 Uhr nach Hause kommst, sondern es ist wirklich, da kommt, ist irgendwo ein Stress daher. Ja? Dann haben wir das Kratzen markiert und zwar ist das, wir haben zum Beispiel 5 Kratzbäume oder 5 Kratzmöglichkeiten, die Katze geht aber nicht da drauf oder nur partiell und benutzt aber dann extrem gerne das Sofa, gerne die Sessellehnen, auch die Tapeten, sie glätzelt auch gerne mal runter, die Türdichtungen und so weiter. Da muss man gucken, warum macht die das eigentlich? Also nicht um die Nägel zu maniküren, sondern sie hat ja hier auch Duftdrüsen, das heißt sie setzt den Duft ab. Muss man dann schauen, Freundschaft schließen intern, im Revier drinnen, dass die das auch nicht machen muss mehr. Wenn die Katzen schreien und werfen, da reden wir nicht von einem Miau, sondern das ist richtig kläglich. Das heißt, die schreien laut, sehr, sehr stark, sehr, sehr lange. Also so lange praktisch, die stehen auf, fangen an zum Schreien und schreien und schreien und schreien 2 Stunden, schreien 3 Stunden, schreien 4 Stunden. Oder sie springen auf die Sideboards rauf oder auf die Kästen und räumen die komplett ab. Auch da können wir helfen. Die Aggression gegenüber Menschen ist ein wichtiges Thema und sehr häufig, weil
wir leider unsere Katzen vermenschlichen und nicht mehr sehen als Tiere. Und das ist so wichtig. Also meine Katzenkinder sind auch meine Kinder. Aber wir müssen immer schauen, wie geht es dem Tier eigentlich dabei? Und, und diese Grundbedürfnisse, die Tiere, die schauen wir uns dann gleich an. Dann haben wir das Katzenmobbing, also die machen das unheimlich gerne, jeden Tag sehr souverän. Das heißt, die tun sich jeden Tag die Hierarchie ausmachen. Ja? Also Katzen möchten eigentlich immer an oberster Stelle stehen, ja? Also jeder Einzelne für sich. Und dann gibt es etwas, Hierarchie ausmachen nur mit einem Blick. Und es reicht der anderen Katze und sie weicht schon zurück und weiß, okay, heute können wir das nicht machen, die Hierarchie ausmachen, dann brauchen wir auch gar nicht streiten. Und bei manchen ist es wirklich so, dass die kabeln den ganzen Tag. Oder jedes Mal, wenn die zusammenkommen. Dann haben wir die ängstlichen Katzen. Da war das schlimmste Thema bei der ängstlichen Katze, wo ich gekommen bin, die war 4 Jahre lang am Küchenkasten oben. Das war richtig brutal, das anzuschauen, weil die Katzenmama hat immer das Futter und das Wasser natürlich am Küchenkasten. Das Klo war schon am Küchenkasten oben. Und sie durfte sich nicht, also sie hatte einen territorialen Kater dort, das wusste die Katzenmama aber zu dem Zeitpunkt nicht. Also wir dürfen auch nicht verurteilen, ja, weil die wissen das ja auch nicht, wo wir hinkommen. Und die war 4 Jahre lang am Küchenkasten oben. Das ist natürlich für ein Lebewesen ganz schrecklich. War auch innerhalb von 2 Wochen haben wir das dann auch wieder hingekriegt. Ablehnendes Verhalten kommt auch sehr oft vor, eben durch diese Vermenschlichung, dass plötzlich Katzen uns überhaupt nicht mehr zugehen. Das heißt, die kommen weder, wir reden gar nicht vom Kuscheln, sondern die kommen überhaupt nicht zu ihrem Halter, setzen sich nicht daneben hin, sondern vermeiden diesen Katzenhalter. Und das heißt, hier ist etwas im Zusammenleben zwischen Mensch und Tier, stimmt was nicht. Das extreme Anhängliche, das heißt, Katzen verfolgen einen ins Badezimmer, ins Klo. Jedes Mal, wenn man aufsteht, zack, steht die Katze schon mit auf und ist halt eben sehr anhänglich. Was natürlich erstens einmal die Katzenmama und Katzenpapa auch manchmal wirklich stört, weil kaum setzt man sich hin, wird man schon belagert. Also es ist, wir saugen sehr viel Energie raus, aber für die Katzen ist es auch sehr anstrengend. Das heißt, hier muss man auch schauen, dass man der Katze einfach mitteilt auch, pass auf, mal wenn ich aufs Klo gehe, kannst du in Ruhe liegen bleiben und du brauchst keine Hektik aufreißen, du brauchst mich nicht kontrollieren und ich komme dann eh wieder zurück. Das ist wichtig. Dann haben wir die Hyperaktivitätsstörung. Das wäre einfach dieses Video, vielleicht kann ich es dann später nochmal vorspielen. Das Problem ist dann, das sehen Sie, wenn das ganze Feld zuckt, wie wenn Ameisen drinnen sind im Feld drinnen, sie fangen sich extrem schnell zu lecken an, sie laufen die Kratzbohnen hoch und runter und hoch und runter. Sie kommen niemals zur Ruhe, also diese Katze läuft immer durch die Gegend, ihr ganzer Körper schwingt, das heißt ihr ganzes Fell schwingt und Sie sehen das auch am Schwanz, der einfach dauernd in Rotation und in Bewegung ist. Wie gesagt, also alles immer vom Tier jetzt abklären lassen und dann sind wir an Ort und Stelle. Dann haben wir die Stereotypie. Das haben wir das erste Video, das ist schon sehr extrem. Also das erste Bild, das war schon sehr, sehr extrem. Aber Stereotypie ist einfach, wenn sich die Bäuche kahl lecken oder die Pfoten kahl lecken oder den Schwanz auflecken und so weiter. Und das wird dann auch immer abgeklärt. Dann haben wir das Pickersyndrom. Das Pickersyndrom ist sehr gefährlich, weil da ist jetzt für wirklich 5 nach 12. Beim Pickersyndrom ist es nämlich wirklich so, dass die Katzen Gegenstände fressen. Und das bedeutet aber leider, dass die fressen zum Beispiel Wollstücke oder BH-Träger, Spaghetti-Träger, die holen sich das richtig von der Wäscheleine runter und das sind alles Fäden. Und die können aber dann sehr, sehr schnell im Darm die Darmwendungen oder die Darmwände umschlingen und dann haben wir Notoperationen und meistens überleben es die Katzen auch nicht. Ja? Also da, wenn wir eine Katze oder wenn jemand hier eine Katze hat, die Picker-Syndrom hat, bitte auf jeden Fall gleich melden. Ja, dann. Und zu guter Letzt die nächtliche Unruhe. Das ist natürlich etwas, was eigentlich fast immer mit einherkehrt, ja? Dass die Kleinen dann um 3 oder 4 Uhr in der Früh sagen, hey super, wir könnten was Gemeinsames unternehmen, dann stehen sie entweder daneben, schreien einen ins Ohr hinein oder tupfen an oder irgendwo kratzen sie, also sie machen sich einfach aufmerksam. Ne? Und das kann gut gehen, wenn wir haben einen Job, der vielleicht um 12 Uhr oder um 18 Uhr am Abend anfängt. Aber wenn es natürlich mitten in der Nacht ist und man muss wieder um 6 oder 7 Uhr in der Früh aufstehen, ist das eine Katastrophe für jeden.
So, was ist passiert? Denn es ist ja so, nicht, dass wir die Katzen bekommen und sie sind gleichverhaltensauffällig, ist natürlich auch der Fall, aber sie sind gleichverhaltensauffällig, sondern es kann auch passieren, zum Beispiel Katzenunfälle, ja, die wir haben. Also gestern war jetzt eine Dame ein Notruf, was soll ich machen? Ich bin meiner Katze unabsichtlich auf die vorderen Beine gestiegen. Sie hat angefangen zu schreien, ist 5 Meter in die Höhe gesprungen, auf die andere Katze drauf. Seitdem können sich die überhaupt nicht mehr riechen, fauchten nur und schlagen sich. Das kann, also das sind Haushaltsunfälle, die vertragen sich 7 Jahre gut und dann einfach nicht mehr. Ja? Oder es ist etwas passiert, Umzug, neuer Partner ist gekommen, Baby ist gekommen und so weiter, neue Katze ist gekommen, vielleicht ist ein Hund dazugekommen. Also ganz viele Dinge, die einfach die Katze oder das, was vielleicht 3 Jahre vorher passiert ist, aber wo einfach der Zenit erreicht ist, das Fass ist voll und jetzt geht es über und dann haben wir Verhaltensprobleme. Das heißt, das Grundbedürfnis, das sind ja nicht diese ganzen Bedürfnislatten, die wir haben bei Katzen, wo wir sagen, ach, das wäre doch toll, wenn eine Katze irgendwo am Bauernhof herumlaufen könnte, im Freien und so weiter. Das ist ein Bedürfnis, aber nicht das Grundbedürfnis. Und das heißt, hier müssen wir immer abdecken, das Menschenbedürfnis mit dem Katzenbedürfnis und diese zusammen, wir leben in einer Gemeinschaft, das sind die Grundbedürfnisse. Und es gibt eh nur 5, Gott sei Dank. Und dann haben wir schon den Weg zur glücklichen Katze. Das heißt, wir haben das Schlafen, das Spielen, die Nahrungsaufnahme, die Körperpflege und den Sozialkontakt. Wenn wir zum Schlafen kommen, und das ist ganz wichtig, eine Katze muss 18 Stunden am Tag schlafen, wenn sie eine Seniorkatze ist, 20 Stunden. Das heißt, wenn Sie sehen, Ihre Katze liegt immer fad in der Gegend herum, dann haben Sie keine Sorge, dass der irgendetwas ist, sondern dann haben wir auch die richtige Katze oder der es einfach gut geht. Weil sie tippen aus, wenn sie zu wenig Schlaf bekommen. Das ist, eine Kuh auf der Weide schläft zum Beispiel 1 Stunde, ja, oder wir müssen 8 Stunden schlafen. Also bei uns wäre es auch wichtig, dass wir einen guten Schlaf haben. Ja. Dann haben wir das Spielen, das leider fälschlicherweise Spielen heißt, das eigentlich Jagen heißt. Und zwar, aber nicht wir jagen die Katze oder die Katze soll uns jagen, so wie mit einem Hund zum Spiel. Das habe ich ganz, ganz oft bei den Menschen zu Hause, die glauben, sie müssen mit ihrer Katze, mit einem Hund spielen und weit gefehlt, weil dann haben wir Verhaltensauffälligkeiten, weil eine Katze komplett anders funktioniert als ein Hund. Das heißt, spielen bedeutet, wir sitzen oder liegen irgendwo oder stehen auch, ganz ruhig, verhalten uns gut, ihre Katzen können Erdbeben vorausspüren und das heißt, und dann bewegen wir einfach die Feder an, ja, oder die Schnur, die wir haben. Wir machen auch nicht... Oder sagen, super, Frau, du bist so brav. Also das heißt, also das tun wir auch schon. Also ihre Frau darf das schon machen, ja. Aber nicht so laut, ja, also nicht so laut wie bei dem Hund, ja, weil oft. Und auch nicht Verstecken spielen. Also auch nicht glauben, ja, meine Katze möchte gerne Verstecken spielen, weil die sitzt da immer um die Ecke und schaut mich immer an. Das, was die nämlich macht, wenn sie sich anschaut, ob sie ja nicht kommen. Wird auch leider vermenschlicht fehlinterpretiert oder eben hündisch interpretiert. Nahrungsaufnahme. Bitte? Würmstehen. Genau, wir sind ganz, also wir sind eher sehr ruhig und leise. Wir sind diese meditativen Yoga-Lehrer, ganz ruhig und leise, weil dann kann sich die Katze auf die Beute, das was wir mir geben, auf die Beute fokussieren und konzentrieren und wir haben da gar nichts zu tun, weil Katzen sind keine Jäger, die zusammen jagen. Ne? Weil mit den Hunden gehen wir gemeinsam auf die Jagd, aber mit den Katzen nicht, die tun alleine jagen. Und durch dieses Spielen, erstens einmal haben wir eine gute Verstoffwechselung und auf der anderen Seite diese Glückshormone, die Endorphine kommen drauf. Und das ist so wichtig. Also jeden Tag spielen oder eben jagen helfen, ihr helfen zum Jagen. Kuscheln und Sozialkontakt bedeutet jetzt nicht nur, dass sie mit einer anderen Katze kuscheln muss oder soll, sondern da kann auch ein Hund herhalten. Ich habe auch gute Teams, wo Hasen dabei sind und die kuscheln, die Katzen kuscheln mit den Hasen. Oder auch die Menschen sind wunderbare Sozialkontaktpartner, wenn sie wissen, was sie tun mit den Händen. Weil es ist nicht so, dass jede Katze eigentlich kommt und sagt, hey, du streichel mich und streichel mich 2 Stunden, weil das mögen die Katzen nicht, sondern es gibt Katzen, die kommen und holen sich es ab, 1/4 Stunde, 1/2 Stunde, dann gehen die wieder und sagen, gut, super, tschüss, ich habe meins. 10 Minuten und dann geht er wieder. Genau, und sagst du, so, tschüss, ich danke vielmals, ich hab mir das geholt, was du mir geben kannst. Und dann gehe ich und dann gibt es aber wieder welche, die einfach nur kommen und da liegen wollen. Wärme. Genau, nur die Wärme, den Körper, das ist der einfach das, wo der Hauptakteur eigentlich für diese Katze der Mensch ist, aber nicht die Hände. Dann kommen wir zum Katzenrevier. Wir haben also verschiedene Zonen. Warum Zonen? Weil diese Zonen sollten halt, also nach Möglichkeit, kommt natürlich darauf an, wie viel
wie viel Raum man zur Verfügung hat, aber nach Möglichkeit etwas weiter auseinander stehen, bitte, wenn es geht. Also das ist der Fressplatz, die Ruhezone, also ist auch der Aussichtsposten, das, wo die Rückzugsplätze sind. Dann haben wir natürlich die Spielzone und auch das Kistern natürlich, also die Katzenklos oder das Katzenklo. Jetzt ist es so beim Katzenklo, das entscheidet jetzt die Katze, ob da eine Haube drauf ist oder nicht. Wir müssen also Wendigungshaubarkeit haben, eher ausprobieren, alles was möglich ist. Ja. Und natürlich auch das Klo-Mobbing verhindern, was die Katzen unheimlich gern machen. Dann sagt man von der Natur her, es liegt die Maus auch nicht gleich neben dem Tüpfelchen. Das heißt, wenn man einen ruhigen Fressplatz bitte pro Katze auserkort, auswählt, der für diese Katze ist und da auch keine andere Katze ranlässt und dann die Wasserplätze einfach in so Streifgebieten, auch wenn es in der Wohnung ist, diese Streifgebiete, zum Beispiel am Weg, aufs Katzenklo oder so, wenn man das einfach animierend hinstellt, ja, oder mehrere Schüsseln aufstellt. Die Aussichtsposten sind deswegen so wichtig und da, wirklich, da brauchen wir jetzt nicht 10 Kratzbäume haben, sondern eigentlich reichert aus, wenn man auf der Wand diese dritten Ebene schafft, aber passen Sie auf, dass Sie von unten anfangen und wenn Sie oben sind, dass Sie bitte wieder nach unten kommen, weil es gibt oft Katzen, die sich so extrem gerne mobben. Die jagen nämlich die Katzen rauf und halten sie dort auch fest. Also dann setzen sie sich genau davor hin und der kommt dann gar nicht mehr runter und kommt auch nicht mehr aufs Klo oder zum Fressen runter. Das heißt immer rauf und runter gehen. Und da das letzte Mal auch, also ich vorgestern eine Dame zu mir gesagt, ja, das ist ja so teuer und das ist so blöd, diese Katzenmöbel und so. Genau, und dann habe ich gesagt, einfach zum Ikea gehen, die Kassel holen mir das aus. Das kommt natürlich, also wenn ich eine 12 Kilometer Kugelkatze habe, bitte vorsichtig. Weil wenn da zwei drauf sitzen, wird es ein bisschen schwerer als 20 Kilo. Aber jetzt, wenn wir jetzt von der Standard-Hauskatze ausgehen, und man kann das entweder sich etwas wirklich integrieren, dass man das ohne Winkel hat, auch in die Wände drinnen. Aber was man jetzt aufpassen muss, ist auf jeden Fall die Oberflächen dieser Regale immer mit einem Teppich bespannen, weil die brauchen einen Grip. Also nicht, dass sie runterfallen, die sind extrem schnell, ja. Das heißt, die halten sich dann auch fest oder wenn sie sich jagen, dass sie nicht runterrutschen. Weil da können wirklich blöde Unfälle passieren. Es gibt zwar den Stellreflex bei der Katze, der funktioniert aber ab einer Höhe von 2 Meter. Das heißt, wenn die unten vom Kastel wegrutschen, schaffen sie es womöglich nicht mehr auf ihre Bratzen zu kommen. Das heißt, also immer da vorsichtig sein. Und die Spielzone natürlich. Also die Spielzone ist dort, wo man sich gut aufhält. Wenn man einen sehr glatten Boden hat, immer darauf gucken, dass man vielleicht irgendwo Teppiche auflegen kann oder so kleine Teppichinseln, damit sie mit der Hüfte nicht ausrutschen, dass sie sich nicht wehtun einfach. Der Geruchssinn der Katze ist das Allerwichtigste, was Ihre Katze interessiert. Ihr eigener Geruch. Jetzt hat die natürlich dann immer zu kämpfen. Wir haben Gerüche, wir kommen aber auch rein natürlich von der Straße mit vielen Gerüchen, vom Auto, wir kommen natürlich auch mit verschiedenen Energien rein, aber wir haben ja auch andere Katzen in den Haushalten und wenn sich die nicht vertragen, dann müssen die natürlich ihren Geruch immer überdominieren, das heißt über die andere Katze drüber leben. Grundsätzlich vertragen sich alle, haben wir einen schönen Mischduft von Katzenmama, Katzenpapa und die Katzen und der Hund auch und so weiter. Das ist grundsätzlich, aber wenn wir Verhaltensprobleme haben, immer dran denken, es geht immer nach dem Geruch Ihrer Katze. Ihre Katze hat 250 Millionen Geruchszellen, wir nur 5 Millionen. Das heißt, sie riecht 50 mal so viel. Das spricht, wir können das leider gar nicht uns vorstellen, mit was für einer Geruchsbombe wir nach Hause kommen überhaupt. Ja? Und wie schwer das ist für unsere lieben Tiere, das einmal zu verarbeiten, diesen vielen Gerüche. Also immer vorsichtig, auch bei der Begrüßung sein. So, die machen das ja sehr, sehr gerne. Also das heißt, das Mobbeln der Katzen ist ja so Priorität Nummer 1. Sie stecken ihr Revier damit ab. Je größer die Katze denkt sich, je größer mein Revier ist, desto mehr Überlebenschance habe ich. Das ist ganz etwas sehr simpel. Man muss wirklich ganz, ganz simpel denken bei Katzen. Dann habe ich die besseren Ressourcen. Natürlich da, wenn ich dann meine Katzenmama habe und ich dominiere meine Katzenmama, habe ich die besten Ressourcen überhaupt. Weil die ist ja auch der Herr des Futters und so weiter und auch mein Bodyguard dazu. Dann habe ich die verschiedenen Charaktertypen. Da gibt es jetzt wirklich Katzen, die es ganz, ganz cool finden, mit anderen Katzen beisammen zu sein. Ich sage immer, das sind dann die Katzenliebhaber. Die tun sich auch ganz gerne gegenseitig abschlecken und putzen, sehr, sehr zart, sehr leicht. Ja. Sie spielen unheimlich gerne. Fressen unheimlich gerne, sind super bestechlich. Und dann,
Und dann haben aber die anderen Charaktertyp, nämlich, ich sage immer, die Menschenkatze dazu, ein bisschen Probleme mit dem Streicheln hat diese Katze. Und eigentlich sagt die, okay, wenn da eine andere Katze da ist, ist es, naja, muss halt sein, ja, ist sehr territorial und ist eben die Lieblingsressource, ist der Mensch. Und Altersunterschied haben wir natürlich auch klar, weil wenn ich so ein Kitten zu einer erwachsenen Katze dazu oder vielleicht zu einer Seniorenkatze dazu hole, kann es natürlich sein, entweder dass die Seniorenkatze ausfliegt oder dass natürlich die kleine Katze oder wenn man zwei dazu hat, dass die auch die alten Katzen mobben. Also da muss man immer vorsichtig sein dann. Ne? Immer schauen, die Ressourcen, die dem Alter entsprechen und des Charakter entsprechen, dass wir das abdecken können. Gut. Und dann haben wir natürlich den Geschlechtsunterschied, weil wir tun ja immer oft oder wir sagen immer, ach, das ist so schön, so ein Pärchen haben wir uns geholt. Also ich höre das eigentlich immer. Wir haben uns ein Pärchen geholt und bis zur Kastration ist gar nichts passiert und nach der Kastration war es ganz, ganz schlimm. Das hat aber nichts mit der Kastration zu tun, sondern das hat mit dem Geschlechtsstatus zu tun. Die kommen in die Geschlechtsreife und da ist das Problem, ab dem 10. Lebensmonat wird der Kater oft der Kätzchen zu viel. Der will noch spielen, der will einfach noch herumtollen und herumpranken und pratzen und die Kätzchen möchte das nicht, die zieht sich dann zurück, braucht auch extrem viel und wenn sie dann halt viel ist, dann fängt es auch zum Raufen an natürlich. Klo-Mobbing. Ja. Genau. Wer mobbt, also oder wer kann denn überhaupt Klo-Mobbing betreiben, die Artgenossen, das heißt andere Katzen. Das ist dann, wenn sie spüren, sie sitzen auf der Couch, alles ist gemütlich, die eine Katze geht aufs Klo, also sie wissen schon, oh, die geht jetzt aufs Kistel, zack, plötzlich steht die andere auf, ist wie so ein kleiner Detektor, wie so ein Haifisch und geht der anderen Katze schon hinterher. Ab diesem Zeitpunkt bitte schon unterbrechen oder eigentlich schon dann, wenn sie anfangen zu suchen, wo geht die andere Katze hin. Wir haben da die lustigsten Videos bekommen. Die Katzen legen sich, also das kann nämlich auch sehr subtil sein, die legen sich einfach vor das Katzenklo hin und wir denken uns als Mensch, die macht gar nichts, aber das stimmt nicht. Die macht sehr wohl, wenn sie dort liegt. Genau, nur weil sie dort liegt und ihre Präsenz zeigt. Ne? Oder es gehen Katzen zum Beispiel vorbei, wenn zum Beispiel Hauben drauf sind, gehen vorbei und fauchen hinein, wenn die Katze auf dem Klo drinnen sitzt. Ja? Das ist auch unangenehm für die Katze da drinnen. Oder sie springen auf die Katzentoilette, auf die Haube drauf und hauen vom Deckel oder von unten rein. Also das ist natürlich, wer will denn da aufs Katzenkistel gehen? Dann kann natürlich Folgendes passieren, dass die sagt, okay, ich schaffe das nicht auf dem Klo, dann muss ich eigentlich das Sofa nehmen oder die Polsterdecke oder was auch immer. Das heißt also hier unbedingt unterbrechen. Andere Fellnasen meine ich damit, Hunde zum Beispiel. Hunde laufen auch ganz gerne hinterher, den Katzen, genauso wie die Babys, die Kinder, die nehmen dann auch ganz gerne die Katzen, wenn die auf dem Katzenkistel sitzen, ist halt auch Klo-Mobbing. Und Erwachsene können das auch. Und Erwachsene können das ganz, ganz fein machen. Ich war einmal bei einem Kundentermin, da wir sie gesessen haben, ganz nett und lieb miteinander geplaudert. Und ich merke, dass die Katze aufs Klo geht, aber eh im Vorzimmer, also eh sehr, sehr weit weg, also 5-6 Meter weit weg. Ja. Plötzlich springt ihr der Mann auf mit der Schaufel in der Hand und bleibt stehen. Genau. Und ich schaue, ich also habe mich erschrocken und ich schaue ihn an, also mir gedacht, was ist jetzt? Und sage ich, was ist passiert? Ja. Und er sagt zu mir, er muss sofort jetzt das Kistel sauber machen gehen. Und ich sage, wollen Sie nicht jetzt warten, bis die wenigstens fertig ist? Nein, das macht er immer so und geht zum Kistel und räumt aus. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich war wegen was anderes dort bei ihm, und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, bei mir wundert es aber nicht, dass ihr, also mich wundert es, dass Ihre Katze noch nicht unsauber geworden ist. Und dann sagt er zu mir, mich auch. Und dann sagt er, ja, okay. Also da war etwas auch zwischen Mann und Frau und so. Aber, also man kann das als Erwachsener leider Gottes auch falsch machen. Territoriales Verhalten, genau. Durchdrängte Couchen, wo oft die Leute sagen, hören Sie, ich habe die dritte Couch, wie viel soll man noch kaufen? Wir halten das nicht aus. Bitte, da muss man wirklich schauen, Freundschaft schließen. Was ist da los? Warum ist denn die Katze unsauber? Das hat wirklich nichts damit zu tun, dass sie den Halter etwas Böses machen will. Da ist ein Druck innerhalb der Fellnasen. Es gibt kein Protestpinkeln, das gibt es wirklich nicht, also die haben das nicht. Sondern es könnte aber sein, dass sie zum Beispiel immer erkennen, wenn ich nach 6 Stunden nach Hause komme, passiert noch nichts. Komme ich aber nach 8 Stunden nach Hause, passiert etwas.
Was da passieren kann, ist folgendes, dass zum Beispiel die Katze die 6 Stunden aushalten kann. Sie kommen nach Hause, die andere Katze ist abgelenkt durch sie und die andere Katze, die unsauber ist, könnte zum Beispiel dazwischen aufs Klo gehen. Oder geht auch sehr, sehr gerne mit den Haltern gemeinsam aufs Klo, wenn das Kistel im WC drinnen steht. Mhm. Das ist fantastisch, weil oft sagen die, aber verrückte Katze, die geht mit mir da an, lolo. Ja? Sag ich, nee, das ist super, weil da weiß sie, da kommt die andere Katze nicht rein. Ja? Also ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann natürlich nach Raschschulen kommt, dann vielleicht holt sie es gar nicht mehr aus. Ne? So, Männchen, Weibchen haben wir gerade vorher besprochen, dass die natürlich anders spielen miteinander. Aha. Und da haben wir zum Beispiel den Altersunterschied. Und dann ist so, dass sollte man sich wirklich mal so anschauen, wie alt ist denn eigentlich meine Katze oder wenn ich eine dazu hole, wie alt sollte dann die Katze sein? Oder dass man nur weiß, wenn ich eine 1,5-2-jährige Katze zu Hause habe, dann ist das einfach ein Disco-Geher. Und habe ich aber dann noch eine 8-jährige oder eine 7-jährige zu Hause, wo ich sage, boah, da geht ja schon jetzt knapp vor Pension, dass da vielleicht Reibereien gibt, das ist klar. Das heißt, da muss man wieder gucken, wie kann ich die beschäftigen und wie kann ich die behandeln, damit sie schon zusammen sind, glücklich auch zusammen sind, aber damit die Ressourcen abgegolten werden. Also das heißt, wo passen wir auf? Wir lassen die zur Ruhe kommen natürlich, ist ganz wichtig, also wenn wir verhaltensauffällige Katzen haben, bitte komplett entschleunigen. Das ist das Allernotwendigste und Wichtigste. Wieder zurückzukommen, 18 bis 20 Stunden Schlaf und Ruhe braucht Ihre Katze. Den Streit unter Artgenossen schlichten, niemals mit den Händen und niemals mit den Beinen bitte hinein, sondern nehmen Sie einen Besen, also nehmen Sie etwas, wo Sie sich bitte auch nicht nach vorne beugen müssen, sehr wichtig. Kann auch, wenn man auf der genau, sondern ja. Lieber am Besen reinstecken und fangen jetzt gar nicht zum Schreien an. Je mehr Sie anfangen zu schreien, desto mehr kommt die Dynamik raus. Also wir halten am Besen rein oder Sie nehmen einen zusammengefalteten Karton, der so hoch ist, wie Sie ihn zum Beispiel gut handeln können und stecken das einfach zwischen die Köpfen bitte hin. Ganz, ganz wichtig. Das Klo-Mobbing haben wir gesagt, verhindern. Ja? Also wenn, bevor die Katze schon aufsteht, also Sie merken das, Sie spüren das schon und Sie sind wirklich am richtigen Ball. Wenn Sie das spüren, dann machen die das auch. Ja? Also bevor die Katze schon aufsteht und da anfängt zu suchen, sonst geht es gleich wieder vergessen, der hört dann auch wieder auf. Und wenn sie es aber unmittelbar erwischen, die Katze, das heißt, wenn die jetzt schon sehr knapp ist im Katzenhaus oder vielleicht clasht die auch wirklich schon einmal mit einem Frankenhieb rein, dann bitte auch gleich trennen, einfach klatschen und sagen, auseinander mit euch beiden. Ja? So, Ressourcen aufteilen. Ja, auch die Klos gehören aufgeteilt und es gehören auch die Futterplätze aufgeteilt. Ich habe das immer wieder stehen und überall in die Videos. Ich komme aber immer noch zu Leuten, die Futterplätze noch so knapp nebeneinander haben. Das Thema ist ganz einfach. Die einzigen katzenartigen Lebewesen auf unserem Planeten, die zusammen fressen, sind die Löwen. Und alle anderen nicht. Selbst der Gepard, der eine Hetzjagd in der Junggesellenschaft zusammen macht, nimmt sich sein Stück von der Antilope und geht weg. Ich kriege einen ganz, ganz argen Druck auf die Katzen drauf und das wollen wir nicht. Ja? Also entschleunigen Sie Ihre Katze und sagen, Mausi, du isst da, aber jetzt folgendes. Nicht du isst da und du isst da, nämlich dieses Sichtkontakt darf auch nicht, also auch der Körpersichtkontakt darf nicht bestehen, sondern einfach, die eine isst da und die andere auf der Ecke und wenn es immer Probleme gibt mit dem Tauschen, dann stehen wir einfach dazwischen und schauen, dass sie nicht tauschen. Und die Klos natürlich auch, also die Klos aufteilen auch. Ja? So, und dann darf haben wir jetzt was, ja, unbedingt. Meine zwei Weiberl und Mandel gehen aber zusammen aufs Klo. Wir haben ein großes, ja, wirklich eher vorne, sie hin. Und die tun richtig absetzen und so weiter. Aber sie sind nicht verhaltensauffällig. Na, gar nichts. Perfekt. Also das gilt nur, wenn man... Nur habe ich ein großes WC. Genau. Für meinen Kuhnkatze, also wir haben ein großes, ja, wirklich, das ist so groß. Mhm. Und er hat halt dasjenige, er pinkelt vorne und sie, wenn es notwendig ist, weil sie herausgeht, hinten. Ja, sehr gut. Okay, also das ist etwas, wo ich sage, wenn es noch keine Verhaltensauffällig ist, dann kann man das so lassen. Ansonsten würde ich immer sagen, dann immer wir haben zwei gehabt, sie genau. Sind immer in eines zusammengegangen. Dann habe ich das andere dann gehen die getan. Gerne ja. Miteinander. Ist das auch nett, oder? Ist ein Spiel. Immer an jedem Ort war da, jetzt ist es ja. Spät. Genau, genau. Okay, und dann haben wir Bachblüten oder eben auch Aromaöle, was sehr wichtig ist, was wir einfach unterstützend dazugeben können, also wenn es einmal zu einem Ordnungsstress kommt. Mhm. So, das ist aber das Allerwichtigste. Nämlich, die Katze, die Ihnen am meisten Schwierigkeiten und Probleme macht, die Ihnen
überall hinpinkelt, die sich wundschlägt und so weiter, die dieses Rolling Skin Syndrom hat. Und so. Die am meisten Probleme haben, wo sie reinkommen und sagen, um Gottes Willen, sie ist die schon wieder auf der Couch oder um Gottes Willen. Bitte, die nehmen Sie raus und gehen Sie mit ihr 5 oder 10 Minuten und widmen Sie Ihre, ich sage immer, das ist die Gucci-Mama-Zeit. Ja? Das bedeutet aber, wir widmen uns nicht direkt der Katze, wir nehmen sie nur in einen Raum mit hinein. Zum Beispiel in der Früh beim Zähneputzen oder Duschen, dann ist die einfach mit dabei. Wir brauchen die gar nicht direkt ansprechen oder so, sondern wir brauchen einmal einen Abstand, wieder, also dieses Zusammenbinden, ja, ist ganz, ganz wichtig. Also immer diese separate Zeit haben. Darf ich kurz was? Ja, immer. Einer meiner Katzen, wenn er auf der Couch liegt, der geht meistens entweder unter die Decke rein, da liegt er und schläft da, dann kommt er wieder raus, schau, und stupst ihn dann mit der Nase und schmiert sie voll ein und liegt halt dann da. Und liegt sie? Ja. Und lebt sie und besetzt sie komplett. Richtig, und sie wird markiert. Genau. Nein, markiert dann nein, aber, nein nicht Duft, markieren, Duftdrüsenmarkierung. Das ist mit den Pfoterl und darum. Ja. Das heißt, sie riechen so schön. Dann riechst du nach ihm und er gehört und du gehörst ihm. Ja, und er liebt das. Ja, wenn er aber, wenn es zu heftig ist. Nein. Okay, wenn das passt, ist es okay. Ansonsten, wenn es zu heftig ist, einfach nochmal sagen, weil dann wir müssen auch die Plätze einteilen. Ich habe noch kurz wegen diesen in einem Raum, also ich putze mal die Zähne, eine von meinen Kuhnkatzen, und auf der Heizung ein schöner Liga. Zähne putzen, sie kommt immer und schaut genau, was du machst. Schön ist das. Ja, bestellt es eh nicht, ne? Ja. Aber sie schaut da wirklich zu, so, oh, ich kann ja. Zähne putzen. Da gibt es was, da ist was Interessantes und so weiter, da gibt es Action oder ja. Da, ja. Was auch immer, was ihr gefällt und das ist schön. Und sie legt aber ins Waschbecken ein. Also nicht also in Winkel, aber vielleicht ja, einfach die Meile. Während den Zähneputzen? Nein, wenn alles fertig ist. Ich habe schon gedacht, wo spuckt man da hin? Aber wenn alles fertig ist, bringt sie ins Wasser, dann schaut sie und dann legt sie sich halt ein. Das gefällt dir. Das gefällt dir sehr. Okay, dann passt. Ja, das passt alles gut. Sie ist verhaltensauffällig. Das ist schön. Okay, gut. Was wichtig ist, genau. Ja. Immer bald eine Katzenminze zu Hause haben und bitte das auch anbieten. Und bei der Katzenminze, das ist das etwas leichtere Kraut, das riecht ein bisschen so wie Heu. Und bei der Katzenminze, das können wir immer anbieten und auch immer liegen lassen. Da gehen die Katzen dann so hin, dann wurzeln sie sich auf dieses Kissen drauf, rollen sich am Rücken rollen. Wenn eine Katze sich am Rücken rollt und die Pfötchen weggestreckt hält, bedeutet das, ich fühle mich total wohl und so. Es bedeutet nicht, wo sie mir den Bauch, ja? Sondern es bedeutet, oh, bin ich das? Schön ist es. Und das ist die Katzenminze und dann gibt es den Baldrian. Das ist das härtere Kraut. Das ist wirklich so, dass die das auch zwischen den Pfötchen nehmen und dann auch zupfen, vielleicht auch ablecken, dann ausholen mit den Hinterbeinen. Sie machen Beute mit dem, also im Augenblick, jetzt mache ich Beute. Das heißt, das Adrenalin geht hoch und nachher schwindet das Adrenalin wieder runter. Und dann bitte die Baldrian Kissen oder das Baldrian, was Sie eingesprüht haben, bitte wegnehmen. Ja? Das können wir so alles, das lassen wir nicht liegen, weil es ist so heftig. Wenn man Minze ist egal. Ja, Minze habe ich eh. Also das Baldrian. Ja, genau. Die Minze. Okay. Ja, super. Also der alles. Lebt sie. Herrlich. Also. Wenn du was nicht drauf passt, dann kannst du trotzdem die Minze drüber geben. Sehr gut. Das ist perfekt. Also wir schauen immer, dass wir diesen. Also wie gesagt, auch hier diese Geruchsknospen, leider 20% der Katzen können es nicht riechen. Also wenn man so eine zu Hause hat, schade, weil man, da kann man sehr, sehr viel arbeiten damit, mit den Baldrian und Katzenminze. Bei einer ängstlichen Katze, ich habe ganz vieles Thema, auch mit vielen Vereinen und Pflegestellen und so weiter. Und natürlich auch mit einzelnen Katzenmamas und Katzenpapas, die sagen, der Kontakt ist total verloren gegangen, die Katze, egal was sie machen, wenn sie sich jeden Tag am Boden herumschleifen und das Bett kraxeln und die Katze festhalten wollen oder ihr nachgehen und die kommt nicht. Die kommt genau aus dem Grund nicht. Weil eine Katze möchte das nicht. Die kommt dann, wenn sie das will und es wird nicht zwangsbekuschelt, es wird nicht zwangsfestgehalten und wir drängen uns nicht drauf. Eine Katze ist sehr glücklich mit ihnen. Also wenn sie so eine Fraktion haben, wenn sie so tun, als wären sie ein Allergiker. Das heißt, ein Allergiker. Das heißt, jetzt kommt die irgendwo an oder schaut irgendwo mit dem Köpfchen raus und automatisch drehen wir uns weg und gehen auch in die andere Richtung.
Jetzt würde die zum Beispiel auch ankommen schon bei uns, ja, also in die Richtung, dann gehen wir ein paar Schritte zurück. Also wir behandeln sie eigentlich als, für uns Menschen wäre es komplett asozial, für ihre Tiere ist das sehr, sehr sozial, also sehr höflich. Wir schauen, dass wir sie höflich behandeln, dann geht der Knopf ziemlich rasch auf, ja. Katzenbegegnungen, worauf muss ich denn achten und wann muss ich einschreiten? Wichtig ist, Katzen begegnen sich so, dass sie sich nicht länger als 2 Sekunden in die Augen schauen. Mhm. Jetzt bist du kurz meine Katze. Mhm. Ich schaue dich an. 1, 2. Und dann bin ich eine höfliche Katze und schaue weg. Oder ich schaue auch rückwärts zu dir oder auf deine Schulter. Aber ich schaue nicht in die Augen. Also länger als 2 Sekunden geht das nicht. Wenn wir aber jetzt das sehen, unsere Katzen sind zu Hause oder Katze mit Hund und so weiter. Ich zähle jetzt mit, du bist wieder meine Katze. 1, 2, jetzt wäre ich noch höflich. Und jetzt da ab der 3. Sekunde bin ich offensiv aggressiv. Obwohl ich noch nicht mal Freezing gemacht habe. Freezing heißt Körper steif und Laser. Also die Katzen können ja schauen, also kann ich gar nicht, wie Laserschwerte. Das heißt, ab der 3. Sekunde ist die Katze schon offensiv aggressiv, heißt das. Das heißt, sie sagt schon eigentlich zu dem, sie will schon dominieren. Das heißt also hier, wenn wir Probleme haben, beim Mobben, beim Streiten und so, bitte immer gucken, wo gucken die hin. Und dann auch ganz fein einfach machen, also entweder, ich meine, sie können es natürlich härter auch machen, indem sie es erschrecken, wenn sie in die Hände klatschen. Oder wenn sie gerade daneben stehen, dann tun sie einfach ein Polster zum Beispiel vorne hinstecken, vor der Katze im Gesicht, also nicht drauf auf die Katze, sondern vor der Katze im Gesicht, dann wird die wahrscheinlich so hin und her wandeln und irgendwie nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten fängt sich die Katze zum Entspannen an und dann loben sie diese Katze lang, sie fein, so bist du brav, Mausi. Also Blickkontakt unterbrechen. Wenn man zu lange stehen bleibt, auch wir sind oft sehr territorial, das wissen wir gar nicht. Ja? Also du bist jetzt wie meine Katze, bleib, ne? Und ich bleibe jetzt genauso stehen als Katze zum Beispiel. Und wir verharren eigentlich, weil Katzen drehen sich relativ sehr schnell weg dann von dem Kontakt. Ja? Und wenn die so stehen bleiben, könnte das aber auch schon sein, dass wir hier ein territoriales Verhalten haben. Also auch einfach hier reingehen mit einem Karton oder einfach dazwischen durchgehen. Hunde regeln das in der Regel sehr, sehr gut. Die laufen wirklich zwischen den Katzen dann durch und die drehen sich dann wieder weiter. Also wenn man das sieht, dieses Verharren, einfach miteinander auch trainieren. Es kann aber auch passieren, dass zum Beispiel bei unten bei der Couch eine Katze liegt, die andere fällt runter oder springt gerade runter. Und die frieren richtig ein. Das heißt, sie verharren und eigentlich ist für die schon ein Kampf, weil der, der jetzt früher weggeht, der hat verloren. So ticken unsere Katzen. Das heißt, dass wir hier einfach auch helfen und sagen, geht's weiter. Und wenn er uns fixiert? Genau. Und das danke vielmals, weil das habe ich drinnen. Das heißt, wenn du jetzt meine Katze also bist und du schaust mich jetzt einfach. Der Felix fixiert genau mich bis so zum Geld nicht mehr. Genau. Wir sehen jetzt, wir arbeiten jetzt dagegen, das heißt, also dagegen, wir arbeiten ja, mit ihm mit. Genau, wir drehen uns weg. Das heißt, wir schauen ihn an, zwinkern ihm zweimal zu. Zweimal zwinkern bedeutet alles okay und dann schaue ich weg und drehe mich auch weg. Weil der Kater hat dann immer Sorge, weißt du, er möchte Chef sein. Ja, und dann immer so, wir lassen das aber bei den Katzen. Bei den Hunden würden wir das nicht so machen. Das heißt, du schaust, zwinkerst zweimal zu und drehst dich weg. Ja, oder und verhaltest dich eher mehr so. Und dann, du merkst, genau, ich mache das ja vom letzten Mal, wenn wir so gesprochen haben. Er schaut mich an, er fixiert mich. Er liegt am Boden und er fixiert mich. Und dann schaue ich ihn an, dann mache ich ganz langsam, zwinkle ihn an und dann drehe ich mich ganz langsam weg. Dann mache ich das noch einmal und dann siehst du, dann fang an zum Suchen. Dann ist das ist gelöst. Schon, genau, und dann ist schon gelöst. Und da hat er einfach irgendwo einen Streit. Aber der hat diesen, das ist ein Wahnsinn, der fixiert mich, wenn es ist, 10 Minuten auf. Ja, ja, voll. Deswegen dürfen wir eben nie halt zurückschauen, ja. Ne, weil viele schauen dann zurück. Und dann sind die aggressiv und dann werden die Katzen aber so aggressiv. Das heißt, wichtig, wir blicken weg und mit einem Auge, wenn wir zuzwinkern, das ist das Lächeln der Katze. Ja. Genau, richtig. Also wir können auch die Katzensprache eben auch anwenden. Wenn das Fell am Rücken zuckt, wenn das einmal passiert in der Woche, so dass sie irgendwo sitzen und da wippt einmal kurz das Fell, das ist es nicht, das sind Übersprungshandlungen. Das heißt, soll ich oder soll ich nicht, soll ich jetzt bei der Terrasse rausgehen? Nein, eigentlich ist es kalt draußen, dann bleibe ich doch sitzen und dann könnte es sein, dass das Fell zuckt. Das ist nicht das Tragische, aber wenn das wirklich so ist, leider so wie in dem Video, wenn ohne Ende dieses Fell zuckt und dieser Schwanz peitscht, dann unbedingt schauen, dass wir auch entstressen und auch die Situation, in der er jetzt gerade steckt oder in der sie gerade steckt, auflöst.
beim Schwanzwedeln, auch wenn Katzen mit Hunden aufgewachsen sind, was ich oft höre, meine Katze wedelt mit dem Schwanz, weil die ist mit einem Hund aufgewachsen, genau richtig. Nee, die macht nicht die Körpersprache des Hundes, die hat ihre eigene Körpersprache. Das heißt, alles, was tippt, in dem Schwanz sich bewegt, schweift, zuckt, dann machen wir Schlagen, die richtig am Boden auf, ja. Oder rotiert sogar der Schwanz, das ist vollkommener Stress, ja. Also das ist von, ich bin voll genervt, ja, bis hin zu, boah, jetzt habe ich einen Stress oder ich greife jetzt gleich an. Also hier schauen, wo kommt das her und einfach die Situation hier lösen, ja. Und beim Kampf natürlich, also Kampf niemals mit dem Körper, also niemals mit ihrem warmen Körper bitte rein, weil das könnte eine Katze auch falsch interpretieren, sondern am Gegenstand. Sie können auch einmal versuchen, ein Taschentuchpackerl auch zu schmeißen, ja, oder sie, wenn sie Streithanseln zu Hause haben, Sockenknödel auch schmeißen und so weiter, ja. Aber bitte jetzt kein Handy oder ein Buch oder so, was sie wollen, die Katze nicht verletzen. Vorsichtig sein. Zur Körpersprache. Die Körpersprache ist, wenn wir Menschen, und das sollte jeder machen, egal ob ich jetzt ein Reptil zu Hause habe, einen Hund, ein Pferd, also wenn ich die zu Hause habe, so einen Stall, oder auch Katzen, dann muss ich doch wissen, wie meine Katze, also jetzt geht es um Katzen, wie die Katze redet, ja, und das ist das Katzen-ABC, weil die Katze redet von den Schnurrbarthaaren bis zur Schwanzspitze, und vor allem das Schöne dran ist, wenn man das einmal kann, ja, dann sehen sie einfach, was sie den ganzen Tag eigentlich quatscht, mit uns oder mit ihrem Umfeld. Das heißt, bei den Ohren, mal kurz grafisch dargestellt bei den Ohren. Ohren nach vorne gerichtet, das heißt, sie sehen einfach ganz viel von der Ohreninnenseite, bedeutet Aufmerksamkeit. Wenn wir viel von der Ohrenseite sehen, aber sie sind etwas vom Kopf etwas abgewichen, also so als Abstand, dann bedeutet das, ich bin entspannt. Wenn Sie das sehen bei Ihren Katzen, das heißt wie kleine Teufelshörner, das ist richtig spitz wird das, ja? Also das sind richtig spitze Ohren, wird auch nur ganz kurz passieren und passiert zum Beispiel, wenn Sie es heute zu Hause ausprobieren wollen, erschrecken Sie mal kurz Ihre Katze, bitte nicht körperlich, sondern einfach indem Sie irgendwie ein Geräusch machen, zum Beispiel eine Zeitung an die Wand klatschen oder so, und Sie werden sehen, die Ohren drehen sich gleich so. Das heißt, wenn Katzen von etwas sich gestört fühlen, von einem Geräusch, dann drehen sie die Ohren so. Aber das können sie auch sehen, wenn zum Beispiel eine Katze die andere nicht mag und die geht vorbei und sie fühlt sich gestört, dann macht sie auch das. Sehr wichtig. Daran erkennen wir dann, hey, die mag den oder die mag den nicht. Wenn die Ohren an die Seite gebracht werden, also man sieht dann sehr viel vom Ohrenrücken hinten schon, kann auch ganz heftig sein, also wie Napoleons Hut, dann ist es so, dass die Katze also aufsteigend der Nervosität, aufsteigend, also genervt ist, eigentlich sie fühlt sich gestört, ja, es ist schon eine Drohhaltung. Sie sagt eigentlich der anderen Katze oder unseren Menschen auch, hey, bleib du mal stehen, bleib mir fern. Und das ist das typische Zeichen, das ist, wenn Katzen ihre Ohren anlegen. Genau, weil sie müssen schützen ihre Ohren, die sind stark durchblutet. Und die sind natürlich auch in der, beim Kampf, also wenn einer offensiv aggressiv ist, hat man die Ohren nach vorne gerichtet und da können oft dann die Ohrenecken fehlen oder sind Bisse in den Ohren drinnen. Das heißt, das ist Aggression, offensiv oder defensive Aggression. So, gehen wir es noch einmal an, ob jeder aufgepasst hat. Was habe ich da für eine Katze? Bitte? Aufmerksam. Genau, die ist aufmerksam. Was macht die da? Entspannt, ich chille. Super, super. Ja. Was kann die? Ist die jetzt gerade lieb oder was? Nee. Nein. Also die hat schon eine, wir sehen die Ohrenrücken schon ein bisschen hinten, genau, ist schon ein bisschen so seitlich gelegt. Sie ist auch von der ganzen Körperhaltung sehr angespannt und nach vorne gerichtet hier schon. Ich, ja. Genau, also der, die ist schon genervt und die sagt schon, pass auf, jetzt passiert gleich was. Ui. Das genau, sind die Spitzen. Ja, ja, der Teufel zu einem. Genau, das Teufelle. Na, so, was ist da jetzt? Wer stört mich jetzt gerade? Was haben wir da für eine Karte? Ah, Lilo. Was könnte die Jungs? Aufmerksam. Die ist aufmerksam. Aber die Pupillen sind groß. Genau, also wir sehen es gut anhand der Pupillen. Also Pupillenstellen haben wir verschiedene. Aber anhand der Pupillen sehen wir es, dass sie eigentlich schon Angst hat. Ja? Also sie sind groß und sie ist auch sehr geduckt. Also sie ist von der ganzen Gesamthaltung sehr zurückgezogen.
Genau. Ich greife an. Ja, genau. Und jetzt ist die Frage, ich habe noch zwei andere folgend. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das jetzt, würde die, wenn ich von der weggehe, würde die mir hinterherlaufen und würde die mich beißen? Nein, nein. Genau. Nein. Genau. Die hat die Duckhaltung. Genau. Also die, sie duckt sie weg. Genau. Sie sagt uns schon, sie pass auf, geh jetzt weg, ja. Und ich habe aber eher mehr Angst, ich habe diese Pupille. Da kann das schon passieren, dass sie die zuhupft. Genau. Ich hätte sagen, das ist der Angreifer und sie duckt sie. Ja, warte, und jetzt zeige ich dir noch eins. Und das ist der Vollzwischenkämpfer. Genau. Jetzt haben wir den da. Der, was sie zurücksucht, der ist ängstlich. Der in seinem Wesen da so ist, dass er einfach sagt, na, bitte verschwind von mir, ich habe Angst, geh weg, gut, ich mache nichts. Jetzt haben wir den der da. Faucht zurück und der greift an. Genau. Aha. Das ist ein Defensiver. Defensiver, aggressiver. Er wehrt sich. Genau. Wenn das ist etwas, wenn jemand oder eine Katze vor ihm ist, wenn die verschwinden würde, würde er aufhören damit. Ja. Ansonsten, wenn die weiter angreift, würde der angreifen mit der Bratze. Und der ist so aufgestellt schon, also da können wir dann reden. Übrigens, Katzen können 50 km/h sprinten pro Stunde. Ja. Bleiben sie stehen, lassen sie sich beißen und dann geht es schneller vorüber. Also, wenn wir das haben, haben wir ein Problem. Plus Impfung. Genau. Tetanus und Diphtherie und Antibiotika holen, weil wir kennen sehr viele Tierpfleger, denen die Gliedmaßen schon fehlen und auch Arme. Echt? Ja. Voll krass. Und wir haben noch immer Tierpfleger, die noch immer nicht gleich Antibiotika holen gehen. Und also wirklich, es hat etwas damit zu tun, dass die Narbe versteht. Oder die Öffnung, der Zahn ist so dünn, die Öffnung verschließt sich so unmittelbar schnell. Und das eitert von innen aus. Genau. Und das eitert auch Fischler. So von innen nach hinaus. Wenn es arg reinhagelt, dann muss man natürlich gleich Antisept draufsprühen. Also wirklich sofort einfach, wir haben das aber auch immer in den Kopf. Genau, von Antibiotika-Biss. Ja. Und das Antibiotika kriegt man dann. Nein, beim Tierarzt sofort. Und wenn wir nicht den Tierarzt haben, dann gehen wir sofort ins Spital. Ja. Katzenbiss, okay. Wirst sofort drangenommen. Okay. Das ist überhaupt, also man braucht nur sagen bei der Rezeption Katzenbiss und. Okay. Und vor allem das Wichtigste ist halt, dass du, wenn du wirklich einen Katz zu Hause hast oder einen Hund, dass du Tetanus, Diphtherie geimpft bist. Nein, aber trotzdem, der Arzt, aber es ist für die Wundheilung. Wir mit den Tieren. Haben auch alle unser Hausarzt und uns im Dings unten im Hospital fragen sie alle, ob sie geimpft sind, Tetanus-Diphtherie. Was ist jetzt wichtig bei der Körperhaltung des Schwanzes? Weil der Schwanz ist der emotionalste Parameter. Das bedeutet, wenn wir schon so auf nichts achten, vielleicht auf die Ohren und auf das Mäulchenstellung oder auf die Schnurrbart, dann gucken wir uns ausschließlich einmal so eine Woche die Schwanzhaltung an von unserer Katze. Und das heißt, das bedeutet, der Schwanz nach oben mit einem Knick ist, ich komme freundschaftlich und in Frieden. Ja? Das sagen die Katzen auch untereinander aus. Also wenn sich die mögen, dann sehen wir diesen Knick immer wieder drin. Wenn der Schwanz kerzengerade in die Höhe ist und wir haben es nicht mit einer verhaltensauffälligen Katze zu tun, dann heißt es, ich bin verrückt nach dir oder nach dem Leckerli, was du mir gerade gibst oder was Tolles, du bist einfach toll. Dann haben wir diesen waagrecht angespannt, das heißt, also, wenn das der Popo ist und ich habe hier einen angespannten Schwanz, der eigentlich so waagrecht wegsteht, ist immer, ich bin konzentriert. Und alles, was sich bewegt, wedeln, zucken, rotieren, peitschen in dem Schwanz heißt, Achtung, Achtung, ich habe Stress. Also Stress ist auch aggressiv natürlich auch dabei. Und dann haben wir diese Körperhaltung, wo man sieht, da hängt nach dem Popo der Schwanz einfach nur runter. Da ist nichts, keine Anspannung, da ist gar nichts. Gut. Genau. Und ihm geht es dann gesundheitlich und oder psychisch nicht gut. Also ganz, ganz dringend Abhilfe schaffen, wenn wir so einen Schwanz haben. Genau. Und dann haben wir diese Katze, die eigentlich alles aufstellt und einen wahnsinnig großen Katzenbuckel macht und immer seitlich gestellt ist. Ja? Das bedeutet Imponiergehabe. Das ist auch ein Drohnen. Ja? Das heißt, ich habe zwar jetzt Angst vor dir, aber hey, ich bin größer als du, komme nicht näher. Kann natürlich bei Menschen passieren, bei anderen Tieren, es kann aber bei Gegenständen auch sein, ja? Dass die Katze plötzlich irgendwo wegspringt und den Katzenbuckel macht. Ja? Schaut lustig aus, ist aber eigentlich für die Katze nicht lustig.
So, unser Parameter ist, alles was oben ist, ist gut angespannt und alles was unten ist, ist eigentlich negativ verhaftet. So, wir haben gesprochen vom Zuzwinkern der Katze, das heißt, ihre Katze hat anatomisch drei Augenlider. Ein oberes, ein unteres und die Nickhaut. Die Nickhaut sollte man nicht sehen, sehen Sie die Nickhaut sofort zum Tierarzt gehen. Ja? Das heißt, was macht die Katze mit der Nickhaut? Sie, also, sie tut auch den Schmutz natürlich von den Augen entfernen, aber sie befeuchtet auch diesen Augenapfel. Wir müssen ja ständig blinzeln wegen unseren Augenapfeln, da haben wir keine Nickhaut. Und das heißt, wenn Ihre Katze vor Ihnen sitzt oder steht oder liegt und sie anzwinkert oder mit beiden Augen zwinkert, dann bedeutet das immer etwas. Und das ist so schön, wenn man das einmal erkennt. So, wenn eine Katze geht und die hat halb offen die Augen, also nicht zugemacht die Augen oder auch jetzt nicht unmittelbar, wenn sie vom Körbchen aufsteht, wenn sie geschlafen hat und ihre Kiefermuskulatur entspannen möchte, sondern einfach sie sitzt in einem Raum oder steht irgendwo und fängt zu gähnen an, dann ist das, dennoch wichtig, also halb aufgeschlossen, dann ist das ein Beschwichtigungssignal. Und heißt so, ich tue dir ja nichts, ja, also tu mir auch nichts. Also ganz anders wie beim Hund. Genau, richtig, genau. Und genau ganz anders beim Hund, weil beim Hund haben wir hier ein Calming-Signal, das heißt ein Beschwichtigungssignal. Jetzt kann man sich vorstellen, jetzt steht der Hund vor der Katze, sagt, ich tue dir nichts, ich tue dir nichts. Und die Katze sagt, na warte, wenn du jetzt kommst, ja, dann das heißt, nein, das ist schon die Nervosität, ja. Das heißt, die Tochter sagt, oh Gott, ich bin nervös, wo kommt das her, ich habe einen Stress, und der Hund sagt, hey, alles cool, ja, wir zwei. Und dann machen wir oft also diese Vergesellschaftung auch zwischen Hund und Katze, muss man ja, die müssen die Körpersprache lernen einfach voneinander. Und wenn sie gern zusammenliegen? Dann ist es super. Ich muss einer noch auf Rot erzählen, das schaut aus. Gerne, gerne. Ich schaue mir es dann ab, gerne, gerne. Aber lieben. Gut, so, jetzt nochmal zum Verhalten der Katzen. Hi. Genau, hi, oder noch das nächste. Erstmal dieses Pföteln, ja. Also gehen wir es von den Pföteln dann immer so. Also wenn die Katze liegt zum Beispiel und schlaft neben ihnen, du bist jetzt wieder meine Katze, und die schlaft neben ihnen, und sie glauben, weil die Katze tut sie unabsichtlich so anstupfen oder antasten, ja. Das tut sie nicht unabsichtlich. Eine Katze stupst sie immer absichtlich an, ja. Also die können sehr, sehr viel vorausspüren mit ihren Fribrissen, mit ihren Tasthahnen auf den Pfoten. Das heißt, sie will in Kontakt treten mit ihnen, in Interaktion. Es kann natürlich sein, dass die Katze sitzt oder neben ihnen und sie auch andupfelt oder steht einfach und sie antüpft. Das bedeutet immer, hey, machen wir was gemeinsam. Das heißt aber nicht, dass es eine Aufforderung ist, dass ich eine Stunde mit der Katze spiele. Es kann auch sein, dass sie ganz gerne hat, wenn wir auch zwei Finger nehmen, dass wir zurückdupfen und dann uns wieder wegdrehen oder dass wir einen Mausern schupfen oder vielleicht sie auch nur nett anreden und sie schläft dann weiter. Es ist jetzt eine ganz, ganz liebe Geste von ihrer Katze, das will ich damit sagen. Sie möchte mit ihnen einfach in Kontakt treten. So, und da ist sehr wichtig, wenn die liegt, die Katze am Rücken. Im Normalfall, also jetzt bei der Katze ist es nicht, wenn die Pfoten weggestreckt sind von ihr und der Schwanz auch weggestreckt ist von ihr, dann heißt das, ich fühle mich wohl. Es ist super hier zu Hause. Das ist genau das Gegenteil. Das heißt, sie hat die Pfoten angezogen. Es gibt auch Katzen, die ihre Zehen anziehen komplett. Das sieht man dann, die verkrampfen sich richtig. Und wenn der Schwanz natürlich noch um sie so herum liegt oder beziehungsweise eingeschlagen ist auf ihren Bauch, dann ist sowieso 5 nach 12, dann bedeutet das ein Abwehr. Also das heißt, sie ist in einer Abwehrposition. Das ist nicht mehr, ich fühle mich wohl, sondern, oh Gott, ich werde jetzt gleich angegriffen. Und ich muss mich wehren. Und was jetzt passiert, ist Vermenschlichung. Wir gehen hin zu der Katze und glauben, die fühlt sich wohl. Ich greife dann doch einmal auf diesen wunderschönen Bauch hin. Ja, und wusel vielleicht mit dem Bauch und streiche sie. Das möchte aber ihre Katze in dem Augenblick nicht. Und dann sagt jeder, warum geht dann meine Katze nicht weg? Katzen machen das nicht, weil wenn Katzen in kämpfenden Positionen sind, dann dauert das ja sehr lange, also auch kann über Minuten und Stunden dauern, dass sich die überhaupt einmal wegbewegen. Das heißt, hier bitte nicht draufgreifen, sondern wenn man so eine zu Hause hat, die sich einfach auf den Rücken schmeißt, wenn man heimkommt, nicht runterbeugen, sondern vorbeigehen bei ihr, sagen einfach mental, komm Schatzelein, geh mit mir mit, und dann kann man im Wohnzimmer noch einmal die Begrüßung durchmachen. Also hier immer bitte vorsichtig sein beim Bauchstreichen. Sie sitzt zum Beispiel auf dem Schreibtischstuhl. Mhm. Marie,
Und dann der Tisch ist so, aber so weg zu so, ah, schau, da bin ich eigentlich. Was ist das? Ja, das ist genau das Gleiche. Genau richtig. Und dann einfach, das heißt, du sagst einfach, hey Marcelin, es passiert nichts. Also du sagst das nächste Mal Mama und so. Und dann dreht sie sich und du sagst so, hey, passiert überhaupt nichts, und dann gehst du in eine andere Richtung. Das heißt, verändere dein Verhalten und deine Katze muss sich nicht permanent dann auf dem Rücken in Verteidigungsposition. Nicht permanent, nur wenn du zu ihr hingehst. Genau. Also, so, Interaktion mit der Katze, wenn wir sie streicheln und sie drückt sich mit dem Körper gegen uns, also gegen die Hand zum Beispiel, dann findet sie es toll, dann bitte weitermachen, das liebt ihre Katze total. Es gibt auch Katzen, also die sich extrem viel ruppen lassen, aber wenn sich die, also ruppen meine ich so, nur muss man aufpassen, wo ist der Schwanz, ja, wenn sich die ruppen lässt, also Ruppen heißt, wie soll ich das sagen, so richtig so wuseln, ja, am Rücken, dann immer auf den Schwanz schauen. Ist der oben, findet sie es mega, fängt er aber zum Schlagen an oder sie duckt sich weg oder so, bitte sofort aufhören. Also dann ruppen wir überhaupt nicht dort, ja. Das ist wichtig. Und die Katzen, wenn wir hingehen wollen zu der Katze und uns anbieten, auch zum Streicheln und zum Begrüßen, genau, und die gehen weg, also die bewegen sich einfach weg. Genau, dann lassen wir es zuerst anschnuppern, weil alles, was sich wegbewegt von uns, ist sehr unangenehm für die Katze. Die kann vielleicht 10 Minuten später kommen und freut sie sich, dass sie da sind, aber gerade zu dem Zeitpunkt vielleicht haben wir viele Gerüche oder drauf, das mag sie nicht und dann lassen wir es auch in Ruhe. So, das ist mein Buch, das kann man auch kaufen in Amazon zum Beispiel oder bei mir auch im Shop. Das ist das große Katzeninterview, das ist von den Schnurrbarthaaren bis zur Schwanzspitze. Wir fangen jetzt in 2 Wochen in der Achenor mit der Academy an, mit der Ausbildung zum zertifizierten Katzenverhaltensberater, Katzencoach. Ist der Start jetzt anerkannt? Startet jetzt da. Nein, ob er startet anerkannt ist. Nein, es ist freies Gewerbe. Also freies Gewerbe bedeutet, kann jeder natürlich machen, ja, aber es ist zertifiziert. Und es gibt auch einen Fernlehrgang natürlich. So, und dann, also wir kommen nachher gleich zu den Workshops. Jetzt machen wir Freundschaft schließen. Wie machen wir Freundschaft schließen? Das heißt, wenn wir so ein paar Raudis zu Hause haben oder die sich nicht gut vertragen, dann müssen wir etwas finden, wo sie abgelenkt sind. Und zwar, das bedeutet, die eine zum Beispiel geht der Feder gerne hinterher oder jagt der Federangel hinterher. Und dann wissen wir, wenn wir mit der Federangel spielen, dass sie dann das Objekt der Begierde, oder in dem Fall das Objekt der Begierde, nämlich ihren Feind,